Und in Rom sind wir jetzt verbunden und dankbar, dass er Zeit für uns hat, mit Michael Schramm, ARD-Korrespondent. Ich grüße Sie herzlich, Herr Schramm. Wir dürfen Sie jetzt fragen, nach der zweiten Regierung Conte, welche Chancen auf Stabilität sehen Sie und können wir erhoffen? Da gibt es sozusagen zwei widersprüchliche Positionen. Das eine ist, es sind zwei Kräfte hier zusammengekommen, in einer Koalition jetzt zusammengeschweißt, die zumindest historisch nie hätten zusammenkommen dürfen, denn für die Cinque Stelle-Bewegung war die PD sozusagen eine Art Todfeind, um es in Anführungszeichen zu sagen. Sie galt als die Vertreterin des Establishments, die abgelehnt wurde. Aber da gibt es viel historischen Zwist, der jetzt in der gemeinsamen Koalition aufgearbeitet werden muss. Auf der anderen Seite aber ist es schon so, dass beide, die Partei, die PD, ebenso wie die Cinque Stelle in der Regierung einen Erfolg brauchen. Cinque Stelle ist in der letzten Regierung mit Matteo Salvini, oder man kann leider auch sagen unter Matteo Salvini, sozusagen unter die Räder geraten. Bei der Europawahl hat sich dann der Stimmenanteil der Cinque Stelle halbiert. Und bei der PD ist es so, dass sie bei der letzten Parlamentswahl vor anderthalb Jahren eine Halbierung hat hinnehmen müssen. Also beide Parteien oder die Bewegung und die Partei brauchen jetzt Regierungserfolg und brauchen eben auch eine gewisse Stetigkeit. Und das dürfte dann wiederum dazu führen, dass man durchhalten muss und durchhalten wird, zumindest eine gewisse Strecke. Okay, und wer durchhalten will, der sucht dann auch den inhaltlichen Konsens, so schwer das ist, wie Sie das gerade beschrieben haben. Was können wir also inhaltlich für Akzente erwarten? Es wird weniger dramatische Änderungen geben, als man allgemein denkt. Aber die zwei Hauptthemengebiete werden wohl sein, insbesondere die Haushaltspolitik. Hier war ja mit Matteo Salvini jemand am Werke, zwar nicht als Finanzminister, aber doch in der Regierung an entscheidender Stelle, der ganz klar einen Anti-Brüssel-Kurs gefahren hat, der ganz klar eine höhere Verschuldung anstrebte und die auch in Brüssel gnadenlos durchsetzen wollte. Und da ist jetzt davon auszugehen, auch mit Galtieri, diesem neuen Finanz- und Wirtschaftsminister, dass hier ein moderaterer Kurs gefahren wird, dass man eher versuchen wird, mit der EU sich ins Benehmen zu setzen und dass man auch zum Beispiel verhindern will, was eben droht, wenn die Überschuldung zu groß wird. Da gibt es nämlich einen Automatismus, der eine Mehrwertsteuererhöhung vorsehen würde, von 22 auf stolze 25%, und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Daran wird mit Sicherheit gearbeitet werden. Und das zweite Hauptfeld ist natürlich die Frage des Umgangs mit Migration. Das war das Steckenpferd sozusagen von Innenminister Salvini. Er hat ja eine ganze Reihe von Flüchtlingsschiffen wochenlang auf offener See herumfahren lassen, ihnen die Einfahrt in die Häfen verweigert. Das könnte sich jetzt etwas ändern. Man kann davon ausgehen, dass in diesem Fall moderater agiert wird. Gleichwohl wird Italien auch weiterhin alles tun, um grundsätzlich die Migration zu unterbinden. Ich erinnere an den Deal, der geschlossen wurde mit der libyschen Teilregierung im Sommer 2017, der dort die Küstenwache ertüchtigt und der dafür sorgt, dass eben Flüchtlinge im Lande bleiben, bei allen humanitären Problemen, die es dort gibt. Das war ein PD-Werk. Entsprechend wird der Kurs in diese Richtung auch weitergehen. Also jetzt haben wir gemacht Stabilität, wir haben gemacht Inhalte. Lassen Sie uns noch ein bisschen auf die Personen schauen. Sie haben in Ihrem Beitrag, Michael Schramm, den wir gerade gezeigt haben, schon auf zwei Kabinettsmitglieder abgehoben. Also A, ein Europäer, wirklich ein ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments als Wirtschafts- und Finanzminister und die Nachfolgerin von Herrn Salvini im Innenministerium. Welche sonstigen Überraschungen bietet dieses Kabinett Conte II? Ja, so wahnsinnig überraschend ist es nicht. Vielleicht ist überraschend, dass es keinen klassischen stellvertretenden Ministerpräsidenten gibt. Darum hatte es ja vorher Streit gegeben zwischen Cinque Stelle und PD. Und dass der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident, er war es neben Salvini, Luigi Di Maio, der Chef der Cinque Stelle, eben das jetzt nicht mehr ist. Aber dafür ist er Außenminister. Und das ist natürlich eine Rolle, in der er sich zu profilieren suchen wird. Ansonsten sind die ganz großen Überraschungen ausgeblieben. Michael Schramm, wir dürfen uns ganz herzlich bedanken für Ihre Einschätzungen heute Nachmittag nach Rom. Dankeschön.